Am heutigen Nachmittag versuchten sowohl der deutsche Aktienindex als auch der Euro eine Erholungsbewegung, allerdings beide scheiterten. Der DAX schaffte es in der Spitze immerhin über die Marke von 7.300 Punkte. Allerdings, nachdem sich abzeichnete, dass die erhoffte freundliche Öffnung an der Wall Street nicht stattfand, ging es wieder nach unten. So liegt der Markt nun rund eine Stunde vor Handelsende bei 7.268. Das ist ein Minus von 0,3%. In den USA startet der Dow Jones unverändert in den neuen Handelstag. Der Nasdaq-Index verliert 0,6%. Beim Euro ging es vor allem heute Morgen recht deutlich nach unten und nun am Nachmittag, nachdem diese Erholungsbewegung nicht erfolgreich war, liegen wir auch nicht weit von den Tagestiefskursen entfernt und zwar bei 1,2920. Abbröckelnde Kurse sehen wir auch beim Gold, die Feinunze bei 1775 Punkten, wobei hier gerade in der letzten Handelsstunde doch eine kleine Aufwärtsbewegung stattgefunden hat. Schauen wir auf die Bewegungen innerhalb des deutschen Aktienindex. Die größten Verlierer und damit die Motoren der Abwärtsbewegung, das sind beispielsweise RWE minus 1,4%, BASF und Heidelberg Zement jeweils minus 1,2%. Gut halten sich die Automobilwerte, genauer gesagt zwei von den großen dreien, Volkswagen nämlich und BMW. VW plus 1,7%, BMW plus 0,5%. Beide hatten heute Vormittag Zahlen für die ersten 9 Monate des Jahres vorgelegt, die sich sehen lassen können. Zuwächse von 10 bzw. gut 11%. Allerdings handelt es sich dabei um die Absatzzahlen, das heißt die verkauften Automobile in Stück. Was es noch nicht gibt, sind Informationen über die Umsätze, die erzielt worden sind. Wir hören ja von Rabattschlachten am deutschen Markt. Interessant wird es also sein zu sehen, inwiefern diese Zuwächse beim Absatz erkauft worden sind mit deutlich niedrigeren Erlösen je Automobil. Kurzer Blick noch nach vorne. Heute Abend in den USA beginnt die Bilanzsaison. Alcoa wird traditionell das erste Unternehmen sein, das seine Bücher öffnet.